Guten Morgen, liebe Leute. Ja, die Gerüchte sind wahr. Ich bin wieder im Dunny, beziehungsweise aktuell bin ich im Herrenwald und laufe auf Underground Zoom. Und wie ihr seht, um mich herum einfach alles kaputt, alles niedergemacht. Hier war mal Wald, unglaublich aber warm. Und da vorne ist dann auch das Lager der Polizei, wo die dann ihre Hebebühnen und ihre, was weiß ich, Rodungsgerätschaften haben. Ja, es sieht irgendwie ziemlich dystopisch aus. Und jetzt laufe ich gerade durch die Schneise durch auf Underground Zoom. Das ist eins der letzten Barrios, die noch stehen, hier im Herrenwald. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht, wenn Underground geräumt ist. Weil danach geht es möglicherweise in den Dannröder Wald. Geil, Sonne kommt raus. Wir wurden dann an einer Absperrlinie so für ungefähr eine Stunde nochmal aufgehalten von der Polizei und haben dort dann eben auch mit den parlamentarischen Beobachtern gewartet. Und dort war tatsächlich der Ort, wo die Leute, die aus dem Bäumen geholt wurden, durchsucht wurden. Und da sind in der Stunde, als wir da waren, ungefähr 7 Personen angekommen. Die wurden dann durchsucht, Polaroid-Fotos gemacht tatsächlich. Und danach sind die irgendwo weiter hingebracht worden. Ich war mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, was da mit den Leuten passiert, und die wussten auch selbst nicht, ob die jetzt in die GESA kommen oder nicht. Beim Thema GESA. Ich habe in meinem letzten Video tatsächlich Quatsch erzählt. Hashtag LügenTommy. In den letzten Wochen war es häufig so, dass Leute nur einen Platzverweis bekommen haben, aber scheinbar hat die Polizei da irgendwie ihr Vorgehen geändert und inzwischen nehmen die halt Leute auch wegen so Ordnungswidrigkeiten wie Personalienverweigerungen und eben Verstoß gegen diesen Landkreisbeschluss. Deswegen nehmen die Leute tatsächlich schon in die GESA mit. An dem Tag, wo ich das berichtet habe, dass die Leute nur Platzverweise bekommen, sind tatsächlich irgendwie 20 Leute in die GESA gekommen und sind dann so um eins in Frankfurt wieder rausgekommen. Aber GESA-Support war da und hat die wieder zurückgebracht. So. Also wenn Menschen aus den Bäumen geholt werden, war es vor ein paar Wochen so, dass die eben nur einen Platzverweis bekommen, aber inzwischen ist es häufiger geworden, dass die eben dann auch in die Gefangenen-Sammelstelle mitgenommen werden. Ungefähr einer Stunde warten, sind wir dann in das Barrio Underground gekommen, wo an dem Tag geräumt wurde. Es waren ungefähr 30 Menschen in den Bäumen und die wurden dann eben eins nach dem anderen mit Hebebühnen und mit irgendwelchen Seilzügen eben rausgeholt. Es war ganz interessant zu sehen, die haben mit so einem sogenannten Woodcracker schon halt ziemlich nah neben den Bäumen, wo noch Leute drauf saßen, gefällt. Also da war halt safe keine Baumlänge Abstand und ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber es sah irgendwie gefährlich aus, wie die dann so mit diesem abgeschnittenen Baum im Prinzip rumwedeln neben Bäumen, wo noch Leute drauf sitzen. Achtet mal bei dem Clip darauf, wie die Person gesichert ist. So wie ich das beobachtet habe, ist das eine Bandschlinge, die der Person einfach um den Brustkorb oder den Bauch gelegt wird. Und das Problem ist halt, die würde sich, wenn der Zug entsteht, weil die Person zum Beispiel runterfällt, einfach nur immer weiter zusammenziehen. Und die Person ist, soweit ich das erkannt habe, nicht noch durch irgendetwas anderes gesichert.
Als ich da war, habe ich außerdem die Diskussion von einem Kommunikationspolizisten und einem Aktivisten im Baum mitgehört, die ich ziemlich interessant fand. Der Polizist hat gesagt, dass er ja auch für Umweltschutz sei, aber dass er es so, wie die Menschen es machen, für ineffektiv hält. Okay, kann man so sagen. Sein Gegenvorschlag war, die Leute sollen sich doch freie Flächen suchen und dort Bäume pflanzen. Das Ding ist halt, also Bäume pflanzen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache für unsere Zukunft, so keine Frage, aber ein jetzt neu gepflanzter Baum ist erst in 20, 30, 40 Jahren wirklich für unser Klima hilfreich. Die Kipppunkte, wie zum Beispiel die Übersäuerung der Meere oder Abschmelzen bestimmter Eisregionen und generell größere Klimaschäden, die erreichen wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Da hilft ein Baum, den wir jetzt pflanzen, eigentlich nichts mehr. Das Einzige, was wir machen können, um eben diese Schäden zu verhindern, ist zum einen CO2-Emissionen jetzt zu reduzieren und zum anderen Zerstörung von Habitaten, die eben dafür sorgen, dass CO2 aus der Luft genommen wird und mehr Sauerstoff entsteht, eben diese Zerstörung halt zu lassen. Und die Leute sind halt in den Bäumen, um zum einen diese Zerstörung Einhalt zu gebieten und zum anderen dafür zu sorgen, dass weniger CO2-Emissionen entstehen. Die CO2-Emissionen, die zum Beispiel einfach durch den Bau einer Autobahn und dann eben auch das Mehraufkommen von Verkehr zum Beispiel entstehen würden. Nach dieser zumindest für mich unterhaltsamen Diskussion ist dann noch was ziemlich Interessantes passiert, nämlich ein sogenannter Woodcracker, der eben unten den Baum abschneidet und dann trotzdem noch festhält, hat einen Baum zwischen zwei noch besetzten Bäumen gefällt. Ich weiß nicht, wie das sicherheitstechnisch ist, weil klar hält er den Baum noch fest, aber der wedelt den Baum dann im Prinzip rum. Und die Baumkrone des abgeschnittenen Baums ist dann halt auch ziemlich knapp an eben einfach einer Plattform vorbeigegangen. Und vor allem hat er den eben direkt vor einem noch besetzten Baum abgelegt. Und wären die Polizistinnen, die da drunter waren, nicht weggerannt, dann hätte es auch die erwischt. Die Rodungsarbeiten im Herrenwald sind inzwischen ziemlich weit fortgeschritten. Hier vor mir ist im Prinzip eine super lange Schneise, 50 Meter breit, 100 Meter breit, ich kann es irgendwie schlecht einschätzen. Und hinter mir ist dann noch ein kleines Waldstück, wo jetzt eben noch die Besetzung drin ist. Und auf der anderen Seite dieses Waldstückes ist daneben auch schon die Schneise geschlagen. Das heißt, um die Schneise hier komplett fertig zu roden, fehlt nicht mehr viel. Ich bin tatsächlich ziemlich fertig. Brüte irgendwie, glaube ich, eine Erkältung aus und bin deswegen ein bisschen früher gegangen. Und da habe ich dann auch das große Mysterium geklärt, was eigentlich mit den Leuten passiert, die aus den Bäumen geholt werden. Denn ja, auch heute wird es wahrscheinlich so sein, dass die Leute in die Geser kommen, weil die wurden halt in Geser-Transporter eingeladen. Also diese Wegen, die im Prinzip nur so ganz kleine Fenster haben und ja, sind halt weggefahren. Falls ihr euch fragt, wie es ist, in so einer Aktion zu sein, in die Geser zu kommen und was dort eigentlich so passiert, dann bleibt dran, denn morgen werde ich das Interview mit zwei Menschen veröffentlichen, die eben mir einfach davon erzählt haben, wie die Aktion verlaufen ist, also von morgens ankommen bis eben dann in die Geser kommen und abends aus der Geser auch wieder rauskommen. Das fand ich ziemlich interessant und das würde ich eben gerne mit euch teilen. Deswegen wird es mehr dazu morgen geben. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und haltet Mindestabstände ein. Yeah.